Mein Name ist Professor Seiler mit AI. Ich befasse mich seit vielen Jahren mit der Behandlung von obstruktiver Schlafapnoe. Es ist eine der gefährlichsten Schlaferkrankungen und sie führt dazu, dass der Patient eine reduzierte Lebenserwartung hat. Es gibt eine Vielzahl von Folgeerkrankungen aufgrund der obstruktiven Schlafapnoe. Und das macht die Behandlung so schwierig. Wenn ein Patient mit einer obstruktiven Schlafapnoe zum Hausarzt geht, mit speziellen Beschwerden, sagen wir mal Hochdruck, dann wird primär natürlich der Hochdruck behandelt. Kommt er aber mit einem Herzinfarkt als Folgeerkrankung der obstruktiven Schlafapnoe in eine Klinik, dann wird eben diese Erkrankung, nämlich die Reanimation, nicht der kardiogene Schock, den es dazu gibt, behandelt. Das heißt aber nicht, dass damit erkannt wird, dass der Patient eine obstruktive Schlafapnoe hat, obwohl diese die Ursache für diese anderen Erkrankungen ist. Nun, es ist eine Volkskrankheit. Es ist eine Erkrankung, die viel häufiger vorkommt, als wir denken. Die Statistiken sprechen zwischen 5 und 10% aller, die eine Schlafapnoe haben können. Es ist nicht nur eine Erkrankung des alternden Menschen. Junge Menschen können das haben, Kinder können das haben. Es gibt angeborene Anomalien, die eine Schlafapnoe beinhalten. Woran erkennt man eine obstruktive Schlafapnoe im Alltag? Das eine ist das Schnarchen. Wirklich starkes Schnarchen, dass die Wände wackeln. Der Partner oder die Partnerin muss meistens nach einiger Zeit in ein anderes Zimmer umziehen. Es ist kaum zu ertragen. Und diejenigen, die schnarchen, die merken häufig gar nicht, dass sie schnarchen. Und man muss sie erst überzeugen, indem man Messgeräte aufstellt oder zum Beispiel auch die App meiner Klinik. Snore Clinic heißt das. Das kann man sich kostenlos runterladen, neben das Bett legen und dann weiß man am nächsten Morgen, dass man heftig geschnarcht hat oder auch nicht oder sogar, ob man möglicherweise eine obstruktive Schlafapnoe hat. Ich als Fachmann, ich erkenne vielfach die obstruktive Schlafapnoe schon daran, wie das Wachstum des Gesichtes ist. Wenn man einen Menschen sieht, wo auch immer, der ein zurückliegendes Kinn hat, ein fliehendes Kinn, bei dem meistens auch noch die Nase weit vorspringt, die Mundpartie hinten liegt und wo eine sehr kurze Kinn-Halsdistanz besteht, habe ich schon den dringenden Verdacht, dass der Betreffende mindestens schnarcht, aber möglicherweise auch, wenn er vor allem noch etwas korpulenter ist, egal ob Männlein oder Weiblein, dass er eine obstruktive Schlafapnoe hat. Wie weisen wir eine obstruktive Schlafapnoe wissenschaftlich nach? Rein medizinisch. Das ist relativ einfach. Erstens, wir untersuchen die Anatomie des Patienten. Wir schauen ihn genau an, das Wachstum der Kiefer, die Stellung der Zähne und wir machen eine dreidimensionelle Darstellung der oberen Atemwege. Das machen wir speziell mit einem dreidimensionalen DVT, ein digitales Volume-Tomograph,
steht da zur Verfügung. Wir können die Atemwege genau messen, wie viele Millimeter sie weit sind in jeder Dimension und auch das Volumen natürlich. Und wir erkennen auf diesen Bildern, wo die Hauptenge im Rachenraum liegt. Denn da ist die Ursache der obstruktiven Schlafapnoe zu suchen. Der Abstand zwischen Zungengrund und Rachenhinterwand bestimmt die Schwere einer obstruktiven Schlafapnoe. Ist der Kiefer nicht genügend nach vorne gewachsen, die Zunge aber normal groß, hat diese einfach keinen Platz. Sie kann nur nach hinten ausweichen und verschließt die eigenen Atemwege. Mehr oder weniger oder auch ganz. Und da liegt dann auch, da kommen wir später noch drauf, die Heilungschance in dieser Anatomie. Das Zweite, was man für die Diagnostik unbedingt machen muss, ist ein Polysomnogramm, das im Schlaflabor stattfindet. Möglicherweise kann man auch fürs Erste mit einer Polygraphie auskommen. Das ist ein Gerät, das man mit nach Hause nimmt. Aber im Polysomnogramm wird auch ein Elektroenzephalogramm gemacht. Da misst man alle Schlafphasen und es wird gemessen, wie die Lautstärke ist des Schnarchens, nicht? Ob das ein mehr Säuseln ist oder schon weit darüber hinausgeht. Das ist das, was ich Morbus Kawasaki nenne, ein schweres Motorrad, dem man die Auspüffe abgesägt hat. Man misst aber auch den Sauerstoffgehalt im Blut und Herzfrequenz oder ob man ein Restless-Leg-Syndrom hat, weil viele Patienten mit obstruktiver Schlafapnoe, die zappeln auch noch im Schlaf. Aber da kann man eben bestimmen, ob alle Schlafphasen alle durchgemacht wurden und in welcher Phase, aber auch in welcher Körperlage, ob seitlich oder in Rückenlage beispielsweise, die meisten Atemaussetzer auftreten. Nämlich die Anzahl der Atemaussetzer während des Schlafes bestimmt zusammen mit der Enge der Atemwege den Schweregrad. Wenn ich zum Beispiel 40 Atemaussetzer habe pro Stunde Schlaf, das ist schon ein ziemlich schwerwiegendes Schlafapnoe-Syndrom. Aber ich habe auch Patienten, die haben über 100 Aussetzer in einer Stunde. Pro Minute 2 Aussetzer beispielsweise. Dann kann man sich vorstellen, dass durch diesen Atemstopp der Sauerstoffgehalt durch extrem tief geht, zum Beispiel bis auf 40%. Diese Menschen sind hochgradig gefährdet für einen Herzinfarkt. Und weil meistens ein Hochdruck noch besteht, der sich sehr schnell einstellt bei dieser obstruktiven Schlafapnoe, sind natürlich auch Schlaganfälle möglich. Die Symptome sind sehr unterschiedlich bei der obstruktiven Schlafapnoe. Zum einen haben wir diese unglaubliche Müdigkeit und Einschlafneigung auch am Tag. Den Sekundenschlaf, besonders lästig für Leute, die monotone Arbeit machen müssen, zum Beispiel am Computer. Nicht? Auch Forscher, Wissenschaftler, die viel am PC arbeiten, nicht? Für die ist das ein Drama geradezu, weil sie sind nicht mehr leistungsfähig. Die Konzentrationsfähigkeit lässt vollkommen nach. Sie können praktisch nicht Auto fahren, weil sie durch den Sekundenschlaf sich und andere gefährden. In der Nacht entwickeln sie eine unglaubliche Stresssituation für den Körper, weil zu wenig Sauerstoff da ist. Und durch diesen Sauerstoffmangel wird das ganze sympathische Nervensystem speziell angeregt und es reagiert, aber in der Not, weil es möchte die Sauerstoffversorgung aufrechterhalten. Die Hypoxidose, die Unterversorgung mit Sauerstoff, ist dann
der Auslöser für den Hochdruck. Der Patient hat Herzlagen, er hat Herzrhythmusstörungen, in der Nacht schwitzt er enorm, er muss sehr häufig Wasser lassen und am Morgen ist er todmüde, total gerädert nach einer solchen Nacht. Und am Tag, das habe ich Ihnen schon geschildert. Worüber häufig nicht gesprochen wird, auch nicht von den Patienten, ist, dass ein totaler Libido-Verlust häufig eintritt. Die Menschen sind sowas von müde, die haben keine Lust mehr auf Sex und sie sind impotent. Und diese einzelnen Symptome, die werden häufig einzeln behandelt, ohne dass die Grundkrankheit erkannt wird. Also es ist hier noch unendlich viel Aufklärungsarbeit erforderlich. Ich möchte auch erwähnen, dass die meisten Patienten, die zu mir kommen, von alleine zu mir, sie sind nicht überwiesen von anderen Ärzten. Sie haben mich gefunden im Internet. Nun, es gibt die verschiedensten Möglichkeiten, eine obstruktive Schlafapnoe zu behandeln. Die häufigste Art der Behandlung ist wohl diese sogenannte CPAP-Maske. Eine Maske, die wird aufgespannt aufs Gesicht, über Nase und Mund und festgeschnallt. Und ein kleiner Motor pumpt fürs Atmen Luft mit einem gewissen Überdruck in den Mund und die Nase. Und wenn man ausatmen will, atmen auch gegen einen gewissen Überdruck, was viele nicht gerne haben. Aber es ist die häufigste Behandlung und es gibt in der Schweiz ca. 200.000 Menschen, die eine CPAP-Maske tragen müssen. Und in Deutschland sind es vielleicht 3,5 Millionen, vielleicht sogar mehr. Und ein gewisser Prozentsatz, das sind ungefähr 40%, kommen damit gut klar und das ist wunderbar. Der Rest, 60% etwa, 50-60%, können die Maske leider nicht tragen. Da müssen dann andere Möglichkeiten in Erwägung gezogen werden. Und man hat zum Beispiel Protrusionsschienen, man macht Schienen im Mund, in den Ober- und Unterkiefer. Wenn man den Mund schließt, dann schiebt sich der Unterkiefer nach vorne und mit dem Vorbewegen des Unterkiefer kommt auch die Zunge ein kleines bisschen nach vorne und dadurch öffnen sich die Atemwege etwas. Das funktioniert ja natürlich nur bei Fällen, die wenig schwergradig sind, ganz leichten Fällen, da kann das gut gehen. Das Chirurgische, was möglich ist und häufig gemacht wurde, aber jetzt am Ausklingen ist, das sind Operationen am weichen Gaumen. Das Zäpfchen wird abgeschnitten zum Teil, es werden die Gaumenbögen verändert, da werden Exzisionen gemacht. Der Zungengrund wird behandelt, auch mit Laser, Radiofrequenz, um hier mehr Weite zu schaffen und durch Vernarbung eine Verbesserung der Atmung zu erreichen. Aber eine Heilung ist damit leider nicht machbar. Und diese Methoden werden heutzutage meistens schon als obsolet angesehen. Das heißt, sie sind eigentlich veraltet, weil sie keinen echten Fortschritt bringen. Demgegenüber gibt es Methoden, die die Kiefer, den Ober- und den Unterkiefer verlagern und mit der Verlagerung auch die Zunge. Man kann sich vorstellen, dass wenn die Zunge nach vorne verschoben wird, dass sie hinten den Platz freigibt, natürlich, den sie bislang eingenommen hat. Und darauf beruht auch unsere Methode. Mit dieser Methode, die ich bimaxilläres Rotation Advancement nenne, kann man die Schlafapnoe heilen. Und ich möchte Ihnen das kurz zeigen, hier am einem Schädel. Wir bewegen also den Unterkiefer nach vorne und weil am Unterkiefer die ganze Zunge hängt, kommt die Zunge mit nach vorne. Je weiter ich nach vorne bewegen kann,
Natürlich spielt das Äußere auch eine Rolle, das muss man ganz klar im Auge behalten, was wir natürlich auch tun. Wenn man den Unterkiefer nach vorne bewegt, kommt die Zunge mit und die Atemwege werden frei. Aber jeder sieht ein, wenn ich den Unterkiefer nur so nach vorne schiebe, dann habe ich ja eine Zahnstellung, die ist ja unmöglich, dann habe ich ja eine Progenie. Natürlich machen wir diese Vorbewegung auch nur bei den Patienten, die eine Rücklage haben. Und die allermeisten haben eine solche Rücklage. Es gibt kaum jemanden, der sie nicht hat. Diese Wachstumsstörung, dass der Unterkiefer zu weit hinten liegt und nicht genügend nach vorne gewachsen ist, ist die Hauptursache der obstruktiven Schlafapnoe. Es ist eine mechanische Sache. Nun, wir können nicht den Unterkiefer einfach vorbewegen. Wir werden den Oberkiefer auch vorbewegen müssen, damit die Zahnstellung so bleibt, wie sie ist vor der Operation. Damit wir aber ästhetisch ein wirklich gutes Ergebnis erreichen und auch kauffunktionell gut sind, müssen wir den Ober- und den Unterkiefer in einer Rotationsbewegung nach vorne bewegen, nicht einfach nach vorne. Und dazu wird der Oberkiefer im hinteren Teil, in diesem Bereich, ein paar Millimeter tiefer gesetzt. In diesem Bereich, ein paar Millimeter. Und wenn man den nach unten verlagert, muss der Unterkiefer, wenn er nach vorne in die alte Zahnstellung kommt, nach vorne rotiert werden. Er macht eine lange Strecke. Und ästhetisch ist das fantastisch im Allgemeinen. Und funktionell genauso, wie es vorher war. Und das hat bislang in allen Fällen zur Heilung geführt. Natürlich kontrollieren wir die Patienten nach dem Eingriff wieder im Schlaflabor und sehen, ob sie noch schnarchen und ob die Schlafapnoe weg ist. Ein paar Atemaussetzer darf jeder haben, das ist keine Frage. Und die meisten der Patienten haben auch kein Schnarchen mehr nach diesem Eingriff.